Wir werden bundesweit einen Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur- und Freizeitgestaltung unabhängig von der Inzidenz nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen. Es kann ergänzend auch ein Test, noch einmal 2G plus genannt, gefordert werden. Die 2G-Regeln werden auch auf den Einzelhandel ausgeweitet. Ausgenommen sind die Geschäfte des täglichen Bedarfs. Es soll für alle privaten Zusammenkünfte oder Kontakte dann eine strikte Grenze geben, wenn sich ein nicht geimpfte Person dabei befindet. Und zwar geht es darum, dann den eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts. Also überall, wo nicht alle Teilnehmer geimpft und genesen sind, gilt diese Grenze eigener Haushalt sowie höchstens zwei weitere Personen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Jahres sind hiervon ausgenommen.